Ist eigentlich ziemlich schön. Naja, das Schlafzimmer gefällt mir nicht so richtig. Irgendwie ist hier eine kahle, nackte, hässliche Wand. Dann mache ich die Lampe mal hier an die Seite. Das ist irgendwie nicht so schick. Und hier vom Fenster hängt was vor. Aber ohne Fenster wäre auch schade. So. Dann sieht so das neue Haus von Don aus. Ein bisschen modern. Mir gefällt der Stein jetzt nicht mehr. Manu. Hier gibt es aus nachhaltig Leben auch. Moment. Wer in der Holz. Bin gerade unsicher, ob ich das schrecklich oder ganz okay finde. Oh Gott. Passt halt zu dem Grau nicht mehr. Mann. Rostiges Eisen. Reiner Schiefer. Klingt wie ein Name. Der ein Haus aus Schiefer? Ist mal was anderes. Hatte ich noch nicht. Aber es hat was, ne? Sieht mal ganz anders aus. Ich habe noch nie so ein dunkles Haus gehabt. Okay. Er guckt schon ganz, ganz interessiert. Das Gewächshaus lasse ich aber so schön hell. Da kann er sogar, wenn es so nach mir geht, noch mehr Fenster drin haben. Moment. Vielleicht kriegt er noch zwei solche Fenster. Hui. Oder drei. Boah, ich finde die niedlich. Ich mach mal die anderen Fenster weg. Die runden Fenster haben wirklich irgendwas so von Landhaus, von liebevollem Design. Ein Haus mit solchen Fenstern, glaube ich, da können gar keine bösen Leute drin wohnen. Das geht gar nicht. Ja, Don wird sehr überrascht sein, wie cool das wird. Ach so. Dann muss ich hier mit dem Dach ein bisschen aufpassen, ne? Dass ich sein wertvolles Teleskop vielleicht unters Dach stelle. Wäre ja ganz praktisch und vielleicht auch in der Richtung, wo man dann tatsächlich Sterne sehen kann. Also müsste er so an den Bäumen, na? An den Bäumen vorbeigucken. Kann er das eigentlich tagsüber benutzen? Zeig mal, Don. Kannst du das? Nee. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ich meine, damit kann man zwar immer noch die Gegend erkunden, aber. Ich gucke mir mal kurz seinen kleinen Garten an. Was habe ich denn hier gemacht? Wein. Basilikum mit Rose. Eine Schokobeere. Eine Schokobeere mit Wein. Ableger nehmen. Ich kann das ja mal alles auf die Schokobeere rauf veredeln. Hier ist eine Rose. Und eine Brombeere. Und dann können wir vielleicht die Rose auch noch. So. Basilikum und Rose. Dann kommt hier jetzt die Weintraube nochmal mit drauf. So, veredeln. Und bei der Schokobeere kommt die Rose mit drauf. So. Zitrone mit Rose. Naja, warum nicht? Den kannst du jetzt entsorgen und den entsorgen. Der Brombeerstrauch. Mir ist nämlich aufgefallen, es gibt ja Pflanzen, die wachsen bevorzugt in diesem Ding. Und es gibt Pflanzen, die mögen das eigentlich gar nicht.
Und das hier ist im Grunde, ich kann es ja mal komplett verkaufen. Das ist im Grunde unsinnig, was ich da gemacht habe. Denn wenn die Pflanzen es nicht mögen, darin zu wachsen, wachsen die dann nicht besser. Ach, das war ja das Ding von der Arbeit. Sieht das aus, wenn es anders? Sieht man gar nicht. Schalt das mal ein. Hast du gar keinen Strom? Was machst denn du da? Liegestütze. Ach, jetzt ist es an. Ha, cool. Ja, so kann man das mit dem Strom auch machen. Alle Lichter automatisch. Automatische Lichter, alle Kerzen. Müssen wir hier noch gießen? Nö, den Pflanzen geht es erstaunlich gut. So, 21 Uhr. Jetzt muss es aber möglich sein. Es geht immer noch nicht. Ich wollte ihn mal ein bisschen in die Sterne gucken lassen. Wäre doch schön. Na, wie findest du dein neues Zuhause? Weißt du noch nicht? Cool, ne? Heimisch. Er fühlt sich selber wohl. Also ich würde mich in dieser kleinen Wohnung, zumindest als Single, auch ziemlich wohl fühlen. Man hat genug Platz für sich alleine. Nur wenn jemand dazukommt, müsste man natürlich deutlich mehr Platz haben. Sonst kriegt man dann nachher noch so ein bisschen Bedrängung. Ich weiß nicht, ab wann die Nacht anfängt. Ich vermute aber, ab 22 Uhr kommen die Sterne irgendwann raus. Also, man sieht sie dann besser. Trainiert ihr die Fähigkeit eigentlich? Ich würde es sehr cool finden, wenn man in einer Party, also auf einer Party hier gegeneinander spielen kann. In zwei der drei Gruppen. Ach komm, einmal kannst du ja wohl treffen. Komm, Don. Das schaffst du. Einmal. Also ich will ja nichts sagen, aber meine Oma spielt besser als du. War schon wieder daneben. Also ich habe es selber mal probiert. Das ist gar nicht so einfach. Man muss die Technik raus haben. Und er übertritt auch leicht. Ach Don, du bist sportlich. Komm ein bisschen. Komm noch mal. Einmal. Du hast noch drei Versuche. Ich hoffe, du hast noch ein paar Hufeisen in der Tasche. Na, hast keine Lust mehr? Okay. Komm, putz mal nachher. Ist gar nicht so wichtig. Wir gucken jetzt mal, was die Sterne so. Immer noch nicht. Warte mal. Muss das Ding außerhalb vom Dach stehen? Hier vielleicht? Dann jetzt in die Sterne gucken. Und den Mond betrachten. Wir wollen mal wissen, was du so siehst. Nicht, dass die Aliens ihn gleich abholen und er dann unfreiwillig erstmal Vater wird. Oder Mutter. Und? Was denkst du? Ja? Na, ich beschleunige mal das Tempo. Mal gucken, ob es was bringt. Ich hoffe nur, er muss jetzt nicht nur zur Arbeit. Arzt Level 5, das habe ich gar nicht so übel gemacht, finde ich. In 7 Stunden. Nächste Beförderung, Assistenzarzt. Aber ich finde, Arzt Level 5 ist völlig okay. Und es scheint nicht so, als ob er hier irgendwas Interessantes sieht. So, du darfst jetzt auf jeden Fall mal dir noch einen kleinen Snack nehmen. Reste nehmen. Dann darfst du ein bisschen faulenzen. Und erst danach machst du mal hier sauber.